Hallo meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Showdown-Video auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir befinden uns heute wieder im Yuyu. Normalerweise ist dieses Team ja ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar ist es das Team vom lieben Koni. Er hat mir ein Yuyu-Team geschickt, was schon ein bisschen länger her ist. Allerdings war Salamence da noch im Yuyu, der ist mittlerweile nicht mehr im Yuyu. Ist allerdings ein Choice-Garfed Moxie Salamence gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, jo, dann haben wir einfach ein Choice-Garfed Moxie Heracross rein. Macht ja relativ einen ähnlichen Job. Wir haben auf jeden Fall Choice Bags, Magneton, mit Magneton, ich feiere es so sehr, mit T-Bolt, Flash Cannon, Volt Switch und Explosion. Wir haben Life Orb, Houndoom und ich fand auch cool, dass der hat, das heißt, wenn der Herkules. Mit Life Orb, Dark Pulse, Flamethrower, Destiny Bond und Overheat. Wir haben Metagross mit der Sugarberry, mit Meteor Mash, dann Headbutt, Earthquake und Bullet Punch. Wir haben Lumberry, Flygon mit D-Dance. Wir haben Black Starch, Roserade mit den Spikes und mit den T-Spikes. Und wir haben zu guter Letzt, wie gesagt, Choice Garfed Heracross. Ich bin gespannt, wie gut wir mit diesem Team hier starten, wie gut wir mit diesem Team hier, ja, was reißen können. Wie gesagt, normalerweise ist es ein bisschen anders aufgebaut mit Salamence, aber davon wollen wir uns natürlich nicht unterbringen lassen. Wir haben hier ein Team bestehend aus 4 Kampfschwächen, einer Kampfresistance und Buteros. Das heißt, wir heben uns auf jeden Fall Heracross bis zum Schluss auf. Der drückt am Ende einfach nur einen Nahkampf und gewinnt. Wenn wir jetzt ein Pokémon reinschicken müssten, was gut gegen Toxicroak und Buteros wäre, dann würde ich mich für wen würde ich mich entscheiden? In der Theorie Metagross. In der Theorie Metagross. Natürlich ist er nicht insane gegen den Kollegen, aber wir haben halt die Sugarberry. Das heißt, wir ballern hier einfach mal ein Meteor Mash raus, der echt wenig Schaden macht. Holy shit. Und der geht für Yawn. Okay, damit kann ich leben. Dann gehen wir in Flygon. Flygon hier actually richtig, richtig gut. Könnt ihr für die Dance gehen? Er geht für Slack Off. Wir gehen nochmal für die Dance. Er geht für Yawn. Wir gehen nochmal für die Dance. Er geht für Slack Off. So. Und jetzt drücken wir Earthquake. Und machen ihm über 52%. Und wir gehen nochmal für Earthquake. Problem ist, wir schlafen jetzt gleich, aber wir kriegen Hippo auf jeden Fall raus. Ja, wir gehen nochmal für Earthquake. Gehen wir nochmal für Earthquake. Er könnte einen Charakter rausgehen. Ich gehe für Outrage. Sehr gut. Ich habe kurz Angst gehabt, der das ja wahrscheinlich Sandvale hat. Aber damit kriegen wir den Kollegen schon mal down. So, da kommt Pure Ugly raus. Wir gehen für Outrage. Er wird mich wahrscheinlich fake-outen. Ich hätte natürlich am liebsten Hippo down bekommen. So, wir schlafen eine Runde. Was war das für eine Attacke? Was ist Retaliate für eine Attacke? Was ist denn das für ein Ding? Das ist doch nicht Heimzahlung, oder? Ach du Scheiße, es ist wirklich Heimzahlung. Nehmen wir für Outrage. Und wir schlafen leider über 2 Runden. Sadarino! Sadarino. Den hätte ich wirklich sehr, sehr gerne wegbekommen. Das wäre sehr stark gewesen. Nehmen wir raus ein Roserade. Schade, schade. Schade, schade. Ich sehe gerade, wir haben gar keinen. Gar keine Hazard Removal tatsächlich. Interesting. Was denn? Gear Drain Switch in der Theorie Toxic Park. Wir gehen in Runde für die Spikes. Okay, geht raus und Probo Pass. Damit kann ich leben. Dann gehe ich nochmal für die Spikes. Und er geht für Earth Power. Damit bin ich absolut fein. Wir gehen nochmal für die Spikes. Er hat keine Hazard Removal und 3 Laden Spikes ist für Heracross später sehr, 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 sehr gut. Wir gehen hier für Giga Drain. Er tankt natürlich mehr, aber ich will hier seine Robustheit wegbekommen. Tatsächlich. Wir gehen raus in Metagross. Und gehen für Earthquake? Earthquake. Ja. Passt. Geht für, falls er jetzt in Hippo rausgeht. Wie viel habe ich mit Meteor Mash in der ersten Runde gemacht? 28%. Killt also. Sehr gut. Wenn jetzt der Mist kommt, dann war ich nicht, Alter. Ohne Witz. Sehr gut, Tippo geht down, das ist wichtig. Sandstorm geht auch in der nächsten Runde weg. Wir haben auch den Attack Boost bekommen. Sehr, sehr nice. Seems actually ganz cool. Ab dem Zeitpunkt können wir später sowieso mit Heracross eigentlich gewinnen. Also hätten wir so oder so wahrscheinlich gewonnen. Mit den 3 Ladungs-Spikes. Gegen den drücke ich sein Headbutt. Der geht für Sucker Punch, aber das macht ja gar nichts. Und sein Headbutt geht daneben. Ich kann auch für Meteor Mash gehen, denn das macht eigentlich genauso viel Schaden. Beziehungsweise töte ihn auch und dann kriege ich auch vielleicht noch einen Attack Boost. Unter die gleiche Misschance. Ja, Meteor Mash wäre es eher gewesen. Okay, wechsle actually raus in Magneton. Okay. Jetzt für Earthquake. Natürlich jetzt schade, dass ich hier unnötigen Schaden bekommen habe.
T-Bolt killt mich. Ich denke, der ist Choice Baxed. Genauso wie ich. Across the Safe schneller. Ja, das können wir machen. Und zu dem Moxie Boost. Problem ist halt, Pure Ugly kann maybe noch Fake Out. Plus Sucker Punch auf Toxicroak. Ja, aber die können nicht gemeinsam gewinnen. Also, nee, können eigentlich nicht gewinnen. Wenn Pure Ugly jetzt rauskommt, gehe ich trotzdem für Close Combat. Selbst wenn jetzt hier ein Fake Out kommt. Ja, okay, chillig. Dann doch lieber Heimzahlung drücken, oder, Freunde? So, jetzt kann er für Sucker Punch gehen, aber er killt halt nicht. Auch wenn ich minus 2 bin, aber er killt halt einfach nicht. Ja. Und der killt ihn schon. Chillig. Sehr gut. Hat sehr gut funktioniert. Nice. Dann gehen wir weiter in Game Nummer 2. Ich hätte mit Metagross noch ein bisschen besser spielen können. Der Rest war, glaube ich, eigentlich ganz fein tatsächlich. Tatsächlich war das in Ordnung. Mit Flygon hätte ich auch noch, glaube ich, mehr rausholen können, wenn ich schon auf plus 2 auf Outrage gegangen wäre. Weil ich meine, hier gibt es halt keine Feen. Deswegen hatte ich auch, by the way, Salamence und Flygon gehabt für Dragon Spam. Fühle ich richtig, aber leider ist Salamence, wie gesagt, nicht mehr Juju. Aber in der reinen Theorie ist es auf jeden Fall eine coole Idee. Und ja, schade, dass es wie gesagt nicht mehr funktioniert. Aber ich fühle auf jeden Fall Heracross in dem Team auch sehr, weil wir haben halt keinen Kampfmon halt im Team gehabt. Oha, was ist das denn für ein Team? Auf ganz entspannt. Angelehnt. So, wir leaden mit Metagross, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass er mit Espeon leadet, oder? Ja, können wir nicht machen. Dieses Morlord nervt mich ein bisschen. Dafür brauche ich Roserade. Roserade ist dann aber wieder das Espeon wieder so ein bisschen nervig. Er hat ein crazy Team, kann ich nichts gegen sagen. Ich will eigentlich dagegen nicht verlieren. Aber so Milotic, Morlord und so sind schon so mit meine Hassgegner. Und er hat auch Beedi krass, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Will ich wirklich mit Metagross leaden? Will ich mit Houndoom leaden? Houndoom bringt halt nicht so extrem viel mit. Wenn er jetzt irgendwie... Ja, komm, lass mal mit Houndoom leaden. Ja, ich lead mit Espeon. Perfekt. Sehr gut. Für Dark Pulse. Dann geht das natürlich vollkommen fit. Der kann natürlich schneller als ich sein. Er geht für Light Screen. Ist okay. Wir machen ihm trotzdem 50% Schaden. Damit bin ich doch fein. Ich weiß nicht, ob er hier Espeon schon richtig. Ob er den hier schon wegschmeißen will. Denke ich nämlich nicht. Das macht ja gar nichts, Alter. Holy shit. Hat er ja aufgegessen zum Frühstück. Was ist denn mein Switch in dagegen? In der Theorie Metagross. Können hier EQ drücken. Er geht für die Rocks. Ist okay. Wir können hier EQ drücken. Er hat keinen 100%igen EQ-Switch in. Ich hätte hier richtig gern so ein richtig starkes Boden-Pokémon. Chillig. Den Kill nehme ich auf jeden Fall mit. Den nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Rocks kriegen wir halt nicht mehr weg. Wir haben halt keine Hazard Removal in dem Team. Das ist halt das Einzige, was halt so ein bisschen nervig ist. Aber meine Güte. Okay. Okay, bevor ich hier jetzt gleich von dem gesweept werde oder so, gehe ich für sein Headbutt. Er geht für... Will ich, dass Metagross schläft? Ja, ist mir eigentlich egal. Curse. Und ich habe gemisst. Als ob ich jetzt ernsthaft gemisst habe. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Ja, ich muss ganz schnell reagieren, bevor er mich gleich irgendwie... Irgendwas aus dem Magneton. Und wir gehen für T-Bolt. Falls er jetzt rauswechselt, ist mir das egal. Ja, T-Bolt sollte auch mit Lightscreen, glaube ich, kennen. Ist halt so disgusting, dieser Mist. Alter. Ist halt so disgusting, wenn er raus im Warlord geht. Ist mir das egal, den lebe ich. Hauptsache, der ist weg. Aber ist halt so unnötig, dass ich jetzt hier so viel Schaden bekommen habe. Ich hätte halt weiter mit Metagross eigentlich, glaube ich, für den Headbutt gehen können. Ja, geht doch. Ja, ist gut. Okay. Ja, nee, alles gut. So, Espeon kommt rein. Wir sind langsamer. Ich gehe für T-Bolt, I guess. Weil, falls er Lightscreen rausholt, dann kriege ich halt Schaden drauf. Ich gehe nochmal für T-Bolt. Wenn er Double Screens rausholen möchte, meinetwegen. Er geht raus mit Milotic? Hat er sich verklickt? Oh nein. Warum geht er nicht raus mit Morlord, Bro? Geht's dir gut? Ich gehe weiter für. Ja, jetzt geht er raus mit Quagsire. Aber den Damage nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Die Frage ist, kann er sich mit dem boosten? Ich glaube, also er hat halt keine Prio, das heißt, im Fall der Fälle kann ich mit Houndoom immer Destiny Bond drücken. Er geht sogar für Toxic, okay. Dann gehen wir jetzt hier für sein Headbutt. Weil ich will, dass Metagross aufwacht. Sugarberry aktiviert sich, sehr gut. Wir gehen nochmal für sein Headbutt. Ich glaube, wir sind hier eigentlich in einer ganz guten Position, um aufzuwachen. Das gibt's nicht, kann der Kollege auch mal treffen? Ist der irgendwie blind oder so? Ich glaube, ja. So, wir können raus und Flygon gehen. Und... Oh, er hat Instant Toxic gedrückt. Das ist scheiße. Aber wir gehen trotzdem für die Lens. Schade. Wow, der hat auf meinen Switch in Toxic gedrückt, ne?
War stark, war stark. Wir gehen einmal für die Dance. Wir gehen nochmal für die Dance. Wir gehen nochmal für die Dance. Oh, hat der Unaware ist die Frage? Ach, scheiße. Er hat Encore. Wir gehen draußen Roserade. Okay. Frage ist, hat der... Haha. Lol. XD. Roffel. Na gut, der geht nochmal für... Chillig. Ich kann nicht für die Spikes gehen, falls der Espion rausgeht. Er geht raus in Delibird. Wäre natürlich nice gewesen, aber konnte ich nicht risken. Kann in der Theorie raus in Magneton gehen. Ja, lass raus in Magneton gehen. Er ist für Fakeout gegangen, chillig. Jetzt drücken wir... Ich würde gerne Explosion drücken, aber was ist, wenn er Damp of Quagsire spielt? Ich sag, der spielt keinen Damp. Er hat mich mit Rapid Spin getötet. Hat der Crit gemattert? Ich will ehrlich sein. Ich weiß es nicht. Ha, okay, wir gehen raus in Metagross und drücken Bullet Punch. Ja. Ja. Bullet Punch sollte den killen. Er spielt einfach Fake Out, Rapid Spin, Deliver. Exit raus in Quagsire, okay. Okay. Wir gehen raus in Roserade. Wir gehen raus in Roserade. Er geht für Earthquake. Wir gehen für Giga Drain. Was ist er? Eben ist so Delibird für Fakeout gegangen, ne? Ich habe ihm echt viel Schaden gedrückt, by the way. Er geht eine Runde für Protect. Das geht fit. Da wäre jetzt Spikes richtig wild gewesen. Ich gehe für Sludge Bomb. Wie viel hat er mit Earthquake gemacht? 46. Ich gehe für Sludge Bomb. Let's go. Oh, das killt ihn auch. Sehr gut. Espeon kann reinkommen. Das wäre fein. Kann ich einfach Mon Sacken. Oder in der Theorie in Houndoom rausgehen. Er könnte halt. Ich glaube, ich sag Flygon. Er geht für Psychic, ja. Ich glaube, ich sag Flygon. Wir gehen für Outrage. Falls er raus Quagsire geht, ist mir das egal. Weiß nicht, ob er noch irgendwelche. Er geht raus in Milotic, okay. Wir gehen nochmal für Outrage. Dann nehme ich den Killer auf Milotic tatsächlich gerne mit. Ich weiß nicht, ob er irgendwie gedacht hat, dass er sich noch irgendwie hochheilen kann oder so. Hat er, glaube ich. Und jetzt bin ich halt in einer nice Position, weil wir können raus in Roserade gehen. Und was ist sein Giga Drain switchen? Legit. Was ist sein Giga Drain? Also er muss jetzt einen Mon sacken. Könntet ihr... Ich will nicht für die Spikes gehen, weil was ist, wenn hier jetzt Espion reinkommt? Wenn hier jetzt Espion reinkommt, wäre das so wack, wenn ich für Spikes gehe. Dann könnte ich hier legit noch verlieren. Geht für Protect. Ja, muss ich halt riskieren, aber ich muss weiter für Giga Drain gehen. Er wird wahrscheinlich Milotic sacken. Gehe ich von aus. Dann kann ich danach raus in Houndoom gehen. Ja, das passt. Das ist voll in Ordnung. Das geht vollkommen fit. Ist voll okay. Legit ist voll okay. Wenn Quagsire rausgeht, hat er verloren. Wenn ein Espion rausgeht, kann ich in Houndoom gehen. Kann ich in Houndoom rausgehen. So, er geht für Wish. Ich gehe für Dark Pulse. Also er wird wahrscheinlich Quagsire gleich hochheilen. Und dann werde ich ihn mit Destiny Bond einfach mitnehmen. Dark Pulse macht 58 gegen den. Wir gehen für Destiny Bond. Wenn er protected... Ist das schlimm, wenn er protected? Er wird wahrscheinlich protected, oder? Ich raus in Heracross gehen. Ich gehe für Destiny Bond, komm. Tü-tüm. Warte. Haha. Tja, Kollege, ne? Was soll ich sagen, ne? Wie du mir, so ich dir. GG. Unangenehm jetzt. Ganz, ganz unangenehm. Schreit er noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ja, ist mir egal. Nice! Sehr gut. Damit haben wir Win Nummer 2 im Kasten. Und wir gehen rein ins dritte Match. Warum müssen die alle Mordert und Umbreon und so ein Shit haben? Ach du Scheiße. Da ist schon wieder gar kein Bock drauf. Ich kann den in die Theorie mit Roserade leaden, oder? Spikes sind eigentlich ganz cool, aber er hat halt auch schon wieder so viel Defog und so ein Shit dabei. Er hat keinen richtigen Kampf-Switchen. Also klar, er hat Gyarados, aber keinen so hundertprozentigen Kampf-Switchen. Die mit Roserade, actually. Der liebt mit Flygon, okay. Dann gehe ich für Giga Drain, gehe ich für Spikes. Ich gehe eine Runde für Spikes. Ich will schauen, was er macht. Der geht für First Hand Setup, alles klar. So einer bist du also. Disgusting hoch 1000. Dragonclaw, okay. Dragonclaw? Na gut. Will ich mir Roserade aufsparen? Eigentlich ja, muss ich für Mordor später sowieso. Schade, dass der jetzt angechippt ist. Actually schlecht. Ist actually wirklich schlecht. Ich kann im Metagross rausgehen.
Wenn er für Dragonclaw geht, ist es in Ordnung. Weil Earthquake leben wir dank der Schuckeberry. Und sein Helper trifft. Dankeschön. Halleluja. Halleluja. Wir haben eine Runde Spikes draußen. Das ist was auch sehr cooles. Falls ihr gleich irgendwie Rapid Spin möchte, dann habe ich dort einen Switch in Dings. Genau. Perfekt. Da kommt Drapion rein. Drapion auch super spooky. Ich könnte den in der Tricky Bullet Punch, weil seien wir ehrlich, was macht Metagross noch groß in dem Match? Was macht er hier noch groß in dem Match? Ich glaube nicht so viel. 317 Speed. Speed Time mit Houndoom. Heracross kann noch nicht wirklich Close Combat drücken, weil Gyarados reingucken. Ich würde so gerne in Heracross gehen und Sonic drücken, ne? Legit. So, so gerne. Ich tue es. Ich tue es. Für die Fam. Ich tue es. Er bleibt einfach drin. Ich check's nicht. Ich check's doch nicht. Wir gehen weiter für Stonehenge. Vielleicht kriegen wir eine gute Roll. Geht für Rain Dance. Okay, wir kriegen Drapion auf jeden Fall schon mal down. Ist halt für Rain Dance gegangen. Quagsire juckt mich halt jetzt gerade actually gar nicht so sehr. Ich gehe in Magneton raus und der burnt mich. Das ist richtig schlecht, weil ich nämlich explodieren will. Ist einer Damp. Hat er aber, glaube ich, nicht. Ja, dann ist es tatsächlich schlecht, weil es einfach unnötiger Damage ist. Aber wir kriegen hier jetzt Roserade rein. Und wir können für Giga Drain gehen. Das ist nice, dass wir hier Roserade reinbekommen. Und wir können für Giga Drain gehen. Falls ein Umbreon oder so rausgeht, ist okay. Es ist einfach Chip Damage, den ich bekomme. Wir haben ihn sogar gecrittet, was sehr, 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 sehr gut ist. Ich überlege gerade, T-Spikes wären wahrscheinlich noch richtig geil, weil ich glaube, er wird hier wishen. Wir legen noch eine Runde T-Spikes. Weil die muss er halt später mit Turtok wegspinnen. Und dann ist der halt trotzdem stark vergiftet. Wir gehen weiter für Giga Drain. Da machen wir mit V-Play echt wenig Schaden. Das kriege ich aber mit Giga Drain, glaube ich, nicht in der Hochgehalt, oder? Nee, kriege ich nicht. Okay, dann gehen wir raus in Heracross. Und drücken hier Close Combat. Wir drücken hier Close Combat. Der Protected ist okay. Wenn er raus in Gyarados geht, darf ich mir eigentlich nicht erlauben lassen, ne? Hier aus dem Houndoom. Ja, da kommt Gyarados rein. Wir gehen für Destiny Bond. Er geht für die Netz, das ist fein. Wir können für Dark Pulse gehen, er kann mich nicht killen. Ist eigentlich gar nicht fein, ne? Ich glaube, ich habe verloren. Sollte ich verloren haben. I guess. Sollte ich verloren haben. Wir gehen für Giga Drain. Ja, das war dumm. Ich schaff's immer wieder so kacke dagegen zu spielen, ne? Legit. Also ich schaff's echt jedes Mal komplett dagegen zu verscheißen. Traurig. Schade, dass ich das letzte Match so gefroht habe. Ah, das war eigentlich gar nicht schlecht. Es war so obvious, dass der Gyarados rausgeht. Ich hätte tausendmal bessere Optionen gemacht. Beziehungsweise, ja, ich hätte Magneton wahrscheinlich nicht sacken dürfen. I guess. Weil was habe ich ansonsten groß gegen... Ansonsten gibt's nicht viel in dem Team gegen Gyarados. Gyarados ist echt gut gegen das Team, muss man auch so oder so sagen. Auch wenn Brutalander drin gewesen wäre, ist Gyarados echt verdammt gut gegen das Team. Mit D-Dance. Aber gut, Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr es auf jeden Fall sehr gerne positiv hättet und da tiefer sehr, sehr cool findet. Und in der Videobeschreibung, falls ihr das ebenfalls zocken wollt, hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.